Hi meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man solch einen ganz normalen Rock näht. Dazu benötigt ihr Jerseystoff und Bündchenstoff. Von dem Jerseystoff braucht ihr zwei gleich große Stücke. Diese sollten in der Breite der Bauchumfang sein und in der Höhe die Wunschlänge. Diese beiden Stücke legt ihr euch rechts auf rechts übereinander. Faltet wie folgt und rundet euch folgende Ecke ab. Dann nehmt ihr den Rock wieder auseinander und näht euch die Außenseiten zusammen. Dies könnt ihr am besten mit einem dehnbaren Stich machen oder mit einem Fake-Overlock-Stich. So sieht das dann aus. Den Stoff können wir uns dann umkrempeln. Und jetzt machen wir uns das Bündchen fertig. Das Bündchen sollte eine Länge vom Bauchumfang mal 0,7 haben. Und in der Höhe nehme ich hier 10 cm. Wie folgt falten wir uns das Bündchen und nähen die offene Seite zusammen. Dies mache ich mit einem normalen geraden Stich. Wie folgt falten wir uns das Bündchen, schön Naht auf Naht, stecken uns das Bündchen über den Rock drüber, dann lege ich mir schön Naht auf Naht und nähen das Bündchen einmal rundum an. Hierzu nehme ich wieder einen Fake-Overlock-Stich, ihr könnt aber auch einen anderen dehnbaren Stich nehmen. Hier müsst ihr nun immer den Bündchenstoff ziehen, den Jerseystoff selber allerdings nicht. Und so ist der Rock auch schon fast fertig. Jetzt krempel ich mir den Rock wieder auf links. Falte einmal 1 cm und nochmal 1 cm nach oben und befestige dies mit Klammern. Ihr könnt natürlich auch Nadeln benutzen. Und das mache ich einmal rundum. Zweimal jeweils 1 cm klappe ich nach oben. So sieht das dann aus. Und hier fahre ich nun einmal rundum mit einem normalen geraden Stich drüber. Und wenn ihr damit durch seid, ist der Rock auch schon fertig. Wie ihr seht, super einfach und ideal für Anfänger. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen.